Kohle, die nehme ich lieber auch mal mit, ne? Wir haben keine mehr. Ah, ich glaube nicht mehr so viel. Ah, wenn ich jetzt wüsste, wo ich bin, jetzt hätte ich gern die Minimap wieder. Hast du die Minimap drin? Nee. Muss ich mir auch noch wieder draufziehen. Da bin ich irgendwie zu faul momentan für. Ja, zu faul sowieso und an sich brauche ich die Minimap nicht, aber jetzt für sowas, damit ich wissen würde, in welcher ungefähren Richtung ich mich bewege. Obwohl das Ding ja auch inzwischen so Features hat wie Cave Mapping und so ein Scheiß. So richtig unnötig. Naja, wenn du dich in Höhlen navigieren kannst, ist das schon cool, aber okay. Die Overview-Map reicht mir an sich. Ich ernte jetzt erstmal unser Getreide. Schön. Schön, schön. Motorisiertes Getreide abbauen. Miau, tut. Miau. Jetzt weiß ich auch, wo unser ganzes Eisen hin verschwunden ist. In den Eisengolem ist das verschwunden. Stimmt. Hä? Macht Sinn, dass Eisengolems aus Eisen sind, ne? Ein wenig. Ecken. Wow, wie spannend. Und gleich fällt dir von oben ein Creeper auf den Kopf. Unwahrscheinlich, auf dieser Höhe. Sag das nicht. Stimmt. Creeper können einem immer auf den Kopf fallen. So, in der Zwischenzeit einfach mal wieder Twitter checken. Oh, lala, einhändig und so. Oh yeah. Also für sowas finde ich Twitter schon wieder cool. Twitter sag ich schon. Smartphones cool. Würde man aber trotzdem irgendwie keins zulegen wollen. Mir ist auch viel zu teuer. Und man braucht definitiv eine Internetflat. Dann holen wir mal die eine Kuh da ab. Mitten in der Nacht. Damit das kein Fail wird. Okay, soll heißen, noch hat niemand geschrieben. Okay. Also es bleibt bei dem Riesenschaf, das ich angeblich bauen soll. Okay. Ja, komm. Okay, die Kuh hat angebissen. Schön im Zickzack laufen, damit sie mir auch... Okay, so viel zum Thema hinterherkommen. Ja, hallo Kuh. Ja, hallo. Ja. Ernsthaft, wer spricht so mit Kühen? Was ist das? Was ist was? Original, hier fehlt voll der Riesenmonster-Chunk. Cool. Und sobald ich ihn betrete, bekomme ich Schaden. Toll. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass hier weit und breit keine Höhle so ist. So, die erste Kuh haben wir schon mal. Da wird sich Andy freuen. Guck mal, da ist Eisen. Das ist voll Cheating. Ich glaube, ich nenne diese eine Kuh Miltank. Schön, schön, schön. Alter, Alter, ich bekomme Schaden, sobald ich den Monster-Chunk auch nur berühre, den nicht geladenen Monster-Chunk. Oha. Aber hier ist Eisen. Boah, voll Cheating, wie mich der Hund anguckt. So, noch irgendwas Interessantes da an der Wand? Genau, geh weg, Hund. Da ist ein Diamant, aber den kann ich ja nicht abbauen. Ich dachte, du wolltest es schreien, wenn du einen siehst. Ja, das zählt nicht, es ist Cheating, den habe ich nicht aus Versehen gefunden. So. Also es ist nicht wirklich Cheating, aber der Chunk hat halt nicht geladen. Und ich kann halt die Wände sehen. Doch, da oben ist eine Höhle. Das ist so übel Cheating, ey. Aber schon irgendwie cool. Ich glaube, ich baue mir mal instant hier so ein Crafting Table hin. Und natürlich dann mit dem Crafting Table mir eine Furnace zu machen. Damit ich schnell mal mir eine Eisenspitzhacke machen kann, damit ich diesen Diamanten abbauen kann. Ich glaube, hier setze ich doch lieber die Pumpkin Seeds hin. Pumpkin, Pumpkin! Halloween Kanon! So. Jetzt heißt's warten und vielleicht noch ein bisschen mehr cheaten. An für sich reichen ja 10 Pumpkins, wenn die. 10 sind schon ziemlich viel, ne? Boah. Ist ja nicht so, als wenn man sich davon ernähren könnte oder so. Das wundert mich eigentlich.
Ja, so eine schöne Kürbissuppe. Lecker, lecker, lecker. Oder Kürbiskernbrot. Oh, scheiß auf Kürbiskernbrot. Brot mit pürierten Kürbis im Teig drin. Sowas haben wir als Karottenbrot, richtig geil. Glaube ich gern. So. Lalala, ich cheate mich durch die Weltgeschichte. Oh, wie kannst du nur? Das sieht voll Böser, geil böser aus. Junge. Und dieser Chunk generiert einfach nicht. Das ist so cool. Warte, bekomme ich immer noch Schaden? Ja, ich bekomme immer noch Schaden, wenn ich reinrenne. Den Grab Okay, bewegt muss ich jetzt. ja. Meine Achievements wurden mal wieder zurückgesetzt. What auch ever. Wieder, warum setzen die sich bei dir zurück? Die setzen sich immer und immer wieder zurück. Keine Ahnung. So. Hallo Diamant, komm zu Papa. Ich hab den Diamant, wup wup. Oh yeah. Hüpfi. Und wir haben wieder Kohle. Das ist Sollen wir schön. verraten, wer unser nächster Gast sein wird, oder sollen wir die Leute? Hatten wir das nicht letztes Mal schon gesagt? Hatten wir das? Weiß ich nicht. Soll ich bei Twitter mal fragen? Ah. Oh, ich sehe gerade, es ist wieder Tag. Ja. Ich will keinen Schaden. Toll. Ich hab's jetzt versetzt. Da ist Gold, da ist Eisen, da ist überall Eisen. Das ist so cheap im Prinzip. Jetzt höre ich gerade das Opening von Mega Man 2 und das erinnert mich daran, dass ich eigentlich ja mal ein Video für ein paar Leute rausmäßig, auch wenn das bei mir kaum was bringt. Läuft meine Musik noch? Ja. Ich muss mal meine Musik. Nächstes Lied. Bisschen lauter machen, glaube Ich ich. find's geil, dass meine Lieblings-LPerin wieder angefangen hat. Like a Aber Lady, oder? nein. Wer Schon dann? lange nicht mehr. Die gucke ich doch schon ewig nicht Ja, mehr. weiß ich das denn, was du Nö. guckst? Also, wen der? Wer denn? Ist extrem unbekannt. Ich glaube, 50 Abonnenten, bevor sie gehackt wurde. Sie hieß Chaos-Tochter LP. Aha, nett. Leute Hab mit ich über. LP, Leute mit LP im Namen nehme ich an sich schon mal nicht ernst, aber Ich eigentlich auch nicht, aber sie ist gut. naja, immer erst die Meinung bilden, wenn man mal reingehört hat und so. Das war ein kompletter Zufall bei ihr. Ich weiß nicht genau, wie wir uns kennengelernt haben. Das war damals noch über SchülerVZ. Ja, steinigt, sündigt mich. Ich war bei SchülerVZ. Da gab es eine Gruppe, die hieß Let's Player Forum. Ja, war ja auch. Und da habe ich sie als kennengelernt, haben wir über SchülerVZ ein bisschen geschrieben und dann. Ja. Und wie kommt sie damit klar, dass du jetzt so fame bist? Ich glaube, ihr ist es scheißegal. Ja, ist mir im Prinzip auch scheißegal. Ich glaube, sie guckt ja noch nicht mal. Jedem das Seine. Sie hatte ja schon. Insgesamt ist das jetzt ihr dritter Kanal, so viel ich weiß. Die anderen beiden wurden beide gehackt. Ist nervig. Ziemliches Pech. Auch wenn ich mich frage, warum man so kleine YouTuber hackt. Na, Aber. gerade die wahrscheinlich, ne? Also ehrlich gesagt würde ich mich eher darauf konzentrieren, die Großen zu hacken. Und das bringt dir was. Also ich finde generell, dass Leute hacken ziemlich unsinnig ist, aber naja. Ja, sicher, aber ich meine, wenn schon, denn schon. Da ist das Eisen. Da ist mein Das ist Cheap-Cheap-Eisen. ja ungefähr so, als wenn du eine Familie, dessen Konto irgendwie ausbeutest, anstatt, was weiß ich, Millionenfamilie. Ja, okay, es ist schon, ne? Und so ein bisschen, ne? So sehe ich es in meinen Augen. Nee, meinst du in deinen? Nee. Ja, ihr mich auch. Gehe ich denn jetzt lang? Ah, ist schon gut. Ich höre auf, ins Nichts zu rennen. Boah, jedes Mal Schaden fressen, ey. Erstmal Porkchop fressen. Ich glaube. Porkchop Media. Ja, die Poach, die sind ganz nett, aber ich mag den LP nicht. Nee, ich auch. Aber die. Ja? Deren Tutorials sind echt gut, aber irgendwie die Begrüßung, die ist irgendwie. Versteckt die Schweine. Denn jetzt kommt Porkchop Media. Was ist dein Problem? Ich finde das richtig genial. Vor allem sich Porkchop Media zu nennen, hallo? Ja, aber trotzdem irgendwie. Nee. La la la.
Nein, die beiden Ställe sind nicht symmetrisch zueinander. Who cares, es sind Ställe. Mich interessiert's. Sag ich ja, who cares. Na, fick dich. Okay, ich glaube, Kohle sollte ich langsam genug mitgebracht haben. Moment, was gibt es noch für Nutztiere? Kühe, Hühner, gibt noch irgendein... Schweine. Schafe und Schweine. Aber Schweine halt und Kühe fürs Leder, das braucht man ja inzwischen für die Bücher. Was? Ja? Nein. Nicht? Immer noch nicht? Nein. Notch wollte mal einbauen, dass man bei Büchern als Einband Leder benutzen muss. Ja, irgendwie ab 1. 1.6 mich tot. Aber wohl ab 1.3 rauskommt, weil 1.2.6 irgendwie doch nicht rauskommt, dass irgendeine mir nicht... Ja, weil sie halt nicht arbeiten, weil Notch gerade so an so einer anderen Seite rumhurt, die er gerade macht, was komplett echt anders als Minecraft. Ja, ist auch irgendwie so ein Custom-Programming-Ding. Okay. Er will den nächsten Coup landen. Nein, da baut er eigentlich im Prinzip nur dran, weil er Spaß dran hat. Ich folge dem Typen ja auf Twitter und lese ab und zu so Sachen. Und ich check gar nicht, was er da macht. Mhm. Yay, wir haben wieder Gold. Yay, unnützes Material. Nein, ich will den nächsten Schienen bauen, damit wir uns schneller in der Hölle bewegen können und in dieser inzwischen ziemlich großen Mine. Ach so, okay. Aber bei so kurz ist die Mine ja jetzt auch nicht. Doch. Also verfickt unübersichtlich auf jeden Fall. Und man muss weite Strecken zurücklegen. Boah. Dann machst du das aber mit den Schienen. Ja, hatte ich auch vor. jetzt hab ich mir meinen zweiten Becher Joghurt aufgemacht. Ach, du Joghurtsucht. Aber wenn da ist, sag ich nicht nein zu. Es sei denn, Geschmacksrichtung stimmt mir nicht. Das wäre ziemlich dumm, wenn ich das jetzt machen würde, dann werde ich würde ich mich ja voll in die Lava reingraben. Boah, das war voll schlau. Ach ja, komm, mache ich das andere auch noch. Das ist so cheap, was ich hier mache. Das ist echt lustig. Was machst du denn da? Ich buddel mich gerade um diesen nicht geladenen Chunk rundherum. Ey, noch mehr Kobel. Guck mal, das ist irgendwas von uns. Was ist denn das? Ach, das ist mein hier Ausgang. Okay, okay. Das heißt, da oben war ich schon mal. Ich wollte gerade sagen, sonst wäre Cobblestone ja ein Anzeichen für... Ja, Spawner. Ja, aber Spawner. Wow, ich bin schon wieder ins Nichts gelaufen, ich Idiot. Kannst du nur... Wow, harter Frame Drop. Okay, jetzt habe ich auch ein Gatter für die Schweine, aber ich habe keinen Gatter für die Hühner. Moment, wie sieht es da hinten mit dem Platz eigentlich aus? Oh, leck. Was? Oh Gott, ich bin nur ins Nichts gerannt. Ich dachte schon, da fließt Lava auf mich rauf. Mensch. Okay, ich hör schon mal was. Oh Gott, ich habe gerade irgendwie schon wieder die Motivation verloren am Bauen, beziehungsweise an den Gattern. Jetzt mach den Scheiß los! Soweit hab ich ja eigentlich schon. Beweg deinen verdammten Arsch. Ich habe ja schon das Gatter für die Kühe, wo sogar eins drin ist. Ich habe ein Gatter für Schweine, ich habe ein Gatter für die Schafe und ich habe nur noch ein Gatter für die Hühner. Und da weiß ich nicht, wo ich das Gatter machen soll. Oh wow, das hier ist nicht mal eine Höhle, es ist einfach nur ein bisschen Wasser mit Lava. Oh wow. Toll. Egal, auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie ich wieder zurück nach Hause finde, wenn ich jetzt da stur hochbuddel. Na, perfekt. Toll, das hat's richtig gebracht. Und wenn der Chunk irgendwann wieder geladen ist, sieht das garantiert tierisch ulkig aus. ich wollte Gravel haben, genau. Den kann man so viel dürfte genügen.
Oh well, oh well. This is so creepy shit. And somehow boring. Immerhin habe ich jetzt zwei Eisen und eine fast kaputte Eisenspitzhacke wieder mitgebracht. Oha. Richtig erfolgreich und so. Okay, der ist nicht schlecht. Was? Also ich gehöre bestimmt nicht zu den Ja-Sagern. Wenn mein Chef Nein sagt, dann sage ich auch Nein. Ich fand den schlecht. Sorry. Ja, trotzdem irgendwie. Kauf dir ein besseres Witzebuch. Ja, das Witzebuch ist echt nicht so dolle. Ich muss erstmal ein neues holen. Mhm. Das ist auch schon recht alt. Ja, die Alten sind ja an sich ja die Besten, aber... Aber da, bei den Alten gibt es auch sehr viele, die verdammt schlecht sind. Mhm. Na, toll. Ach genau, das war der. Der Trainer erklärt der Fußballmannschaft die Taktik für das Spiel. Ruft einen Spieler, lauter! Darauf der Trainer, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass jemand zuhört. Oh, fuck. Da sind die Fackeln. Naja, ich brauch mehr Fackeln. Dann kann ich wenigstens mehr rumfackeln. Puh. Wusstest du eigentlich schon, dass der 3DS XL angekündigt wurde? Ja. Unnötig. Ich finde es zwar schön, dass sie das Ding endlich größer machen, aber warum haben sie es nicht gleich gemacht? Ja, wohl wahr. Und jetzt kommt das Zeug wieder überteuert auf den Markt. Irgendwann. Hä? Ich irgendwie dämlich oder so? Ich habe das doch da gerade da oben gesehen. Auf mich aber freue, irgendwie ist Schwarz und Weiß 2. Oh ja, da freue ich mich auch richtig drauf, endlich mal wieder Pokémon spielen. Irgendwie ich bin schwarz. Zwar nicht so der Hammer-Pokémon-Fan, aber bisher habe ich jedes Spiel mindestens einmal durchgespielt. Es muss einfach sein, wenn ein neues rauskommt, ja. Entweder als ROM oder sogar gekauft holen und dann suchten. Ich muss ja sagen, jedes Pokémon-Spiel bis auf Platin habe ich gekauft, irgendwo hier rumfliegen. Jedes? Also du meinst jede Generation? Ja, jede Generation habe ich mindestens, ich glaube, 2 Stück. Okay. Ich habe von der ersten Generation Rot, Blau, Gelb. Also alle? Von der zweiten müsste ich mittlerweile, glaube ich, auch alle haben. Von der dritten habe ich Rubin, Smaragd. Von der vierten habe ich Pearl. Und fünfte habe ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, die Weiße. Oh Gott, habe ich Diamond oder habe ich Pearl? Weiß ich nicht. Also von der Weißen habe ich keine. Ich habe einen Rubin hier rumfliegen. Ich habe noch eine rote Edition. Ich habe Gold und Silber. Das war's, glaube ich. Ich wollte gerade irgendwas schon, was war's? Was habe ich da oben gerade gemacht? Well, I don't know. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja seit Tagen wieder in der Pokémon-Trainierphase. Suchti! Sowas könnte ich gar nicht, so EV-DV-Training. Also DV sowieso nicht, aber EV erst recht auch nicht. DV konzentriere ich mich eigentlich auch nicht drauf. Ist zwar schön, wenn ich welche habe, die recht hoch sind, aber ich, wenn, dann konzentriere ich mich eher auf das Wesen und auf die EVs. Mhm. Ja, Wesen-EV-Training hatte ich nie Bock drauf. Ich bin auch nicht so der Competitive-Spieler, weil ich noch einen alten DS habe und der nicht online-fähig ist. Okay. Beziehungsweise er sollte es eigentlich sein, aber der ist nur, also ich muss ja mit in unser WLAN rein. Mhm. Und das Passwort ist ein WPA2-Passwort und das ist ein so neuer Passwort-Codec, den gibt's gar nicht auf dem alten DS. Ach so, weil man da nur WPA-Codec hat. Und das ist ziemlich nervig. Das war wieder, was ich wollte, ich brauchte Fackeln. Da hatte ich ja gerade noch gemeint von wegen, dann kann ich ja wieder länger rumfackeln. Deswegen habe ich es auch vergessen, weil der so. Aber da sind auch irgendwie so Standardsprüche, die eigentlich mittlerweile schon langweilig sind. Die jeder Minecraft-Let's Player drauf hat. Ja.